auf die Plätze, fertig, Schnäppchenjagd. Auf diesen Glücksmoment haben Pirnas Wintersportfreunde lange gewartet. Ganze 3 Jahre sind vergangen, seit der letzte Skibazar des SV Grün-Weiß stattgefunden hat. Entsprechend groß war der Andrang auf die Gebrauchtwarenbörse am vergangenen Wochenende. Es kommen viele Eltern mit ihren Kindern, weil die Kinder halt so schnell aus dem Material rauswachsen, sozusagen, oder viele Leute auch diesmal probieren wollen. Oder weil man eben auch merkt, dass es eben ganz gut ist, wenn man ein paar Ski hat, die vielleicht nicht ganz so neu sind, weil bei uns der Schnee nicht immer ganz so reichlich liegt, wie man das gerne hätte. Und da wurde eben gebrauchtes Material nachgefragt und kommt ja gut an. Das Prinzip des Bazars ist einfach. Alte, etwas zu klein gewordene Wintersportartikel werden mitgebracht. Vor Ort wird die Ausrüstung dann auf Aussehen und Funktionalität überprüft. Worauf es zum Beispiel bei diesen Schuhen ankommt, wissen die geschulten Augen der Vereinsmitglieder ganz genau. Auf die Sohle und natürlich auf Gesamt. Diese ganzen Skier sind weg. Na, wie sagt man, Gesamtansicht. Wir haben ja im Verein jede Menge solche Schuhe. Wir sehen da viele. Man muss halt gucken, wie der Erhaltungszustand ist, wie viel sie genutzt wurden. Wie viel auf dem Asphalt rumgelaufen wurde, das ist ganz häufig zu sehen an den Schuhen. Je weniger, desto besser. Nach der Prüfung wird geschätzt, welchen Wert haben die eingereichten Artikel. Und hier wird dann ein wenig gehandelt. Ein gemeinsamer Nenner findet sich aber immer. Die gebrauchte Ware bekommt ein neues Preisschild, wird gescannt und steht dann wieder zum Verkauf. Ein Deal, der nur Gewinner kennt. Für kleines Geld finden Interessierte qualitativ gute Gebrauchtwaren. Die Verkäufer bekommen 90% des Erlöses und können davon direkt neue Wintersportartikel erwerben. Beim Verein bleiben immerhin 10%, quasi als Vermittlerprovision. Mit dem Gewinn, den wir dann hier machen, wenn man das so nennen darf, finanzieren wir halt die Wettkampfstarts für unsere Kinder unter anderem zum Beispiel. Also es ist natürlich so, dass der Personalaufwand hier sehr, sehr groß ist und es ist jetzt also nichts, was sich wahnsinnig lohnt. Es geht einfach darum, dass man als Verein mal eine gemeinsame große Veranstaltung macht und dass die Kinder eben auch mal merken und dass man eben die Startgelder eben nie geschenkt kriegt, sondern dass man da was dafür machen muss. Der Skibazar des SV Grün-Weiß hat in Pirna längst Tradition. Hier finden vor allem Kinder ihre ersten paar Ski oder ihr erstes Snowboard. Den rund 70 anwesenden Vereinsmitgliedern ist gute Beratung deshalb besonders wichtig. Es kommt erstmal darauf an, die richtige Länge zu finden für die Kinder. Und dass das funktioniert, dass das Material in Ordnung ist, dass sie was Vernünftiges bei uns kaufen, vernünftig beraten werden, dann kommen sie auch gerne wieder das nächste Jahr. Bis zum Ladenschluss am Sonntagnachmittag zählten die Organisatoren rund 2000 Besucher. Von den 1000 angebotenen Artikeln fanden beachtliche 65% einen neuen Besitzer. Allen glücklichen Käufern und Verkäufern sei in diesem Sinne Ski Heil gewünscht.